Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News-Sendung. Und ja, heute haben wir wieder ein paar Themen auf Lager. Nicht so viele wie letztes Mal, aber dennoch ein paar. Und zwar geht es einmal um die HP Reverb G2. Dann Oberbegriff Nvidia, da gibt es ein paar neue News. Dann gibt es eine Oculus Quest, ja, Anwendung, sage ich mal. Kein Spiel, sondern eine Anwendung, die möchte ich euch gerne vorstellen. Die nennt sich Spatial. Und ja, dann gibt es eine News zu Minecraft. Dann haben wir zwei Spiele, ich weiß nicht, ob ihr die wirklich auf dem Schirm habt. Pebibo heißt das eine und das andere heißt Zenith. Das ist ein MMO-Cyberpunk-Game und ja, da schauen wir uns mal einen neuen Trailer zu an. Schauen uns die, ja, die Kickstarter-Kampagne mal kurz an und ja, stelle ich euch das Ganze nochmal vor und ja, ich würde sagen, wir legen los. Ja, da sind wir beim ersten Thema, die HP Reverb G2 und ja, wer die bestellt hat, der wird die voraussichtlich Ende Oktober erhalten. Also hier steht ab Ende Oktober. Auf der Originalseite gehen wir gleich noch mal kurz drauf. Da steht bis Ende Oktober. Also ist momentan noch ein bisschen schwammig, sage ich mal. Aber ich würde sagen, voraussichtlich Ende Oktober wird wahrscheinlich die richtige Wahl sein. Es werden momentan scheinbar noch andere Linsen verbaut oder neue Linsen. Ich vermute mal zu den Dev-Kits jetzt, da haben sie wahrscheinlich irgendeine Verbesserung jetzt wirklich noch eingebracht. Also ich bin da noch nicht so tief in dem Thema drin, was die HP Reverb angeht, aber ich hätte es auch gerne und ich würde es gerne für euch testen, aber muss ich mir leider verkneifen. Ja, hier stehen noch so ein paar Infos, also man sollte schon eine 1080er haben oder eine vergleichbare Radeon-Grafikkarte. Zu den anderen Grafikkarten kommen wir gleich noch. Also es kommen ja bald die 3000er-Serie von Nvidia raus. Da gehen wir gleich nochmal kurz rein. Als CPU sollte mindestens ein Core i7 sein und 16 GB Arbeitsspeicher. Aber ich glaube, das hat ja fast jeder VR-Nutzer, oder? Schreibt es gerne mal in den Comments auch, was ihr so für PCs benutzt für VR. Würde mich auch mal interessieren, was da so minimal möglich ist oder ob ihr richtige Schlachtschiffe zu Hause habt. Also interessiert mich, könnt ihr gerne mal in den Kommentaren posten. Ja, gehen wir mal ganz kurz. Ja, auf die Amazon-Seite, da ist es überhaupt nicht mehr verfügbar, also momentan auch nicht vorbestellbar. Ja, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Bei HP kann man es noch bestellen und da steht dann Virtual Reality Headset Lieferung bis Ende Oktober. Also nicht ab Ende Oktober, sondern bis Ende Oktober. Ja, ich denke mal, ist schon realistisch, dass Ende Oktober dann auch wirklich ausgeliefert werden kann. Ja, dann ich würde sagen, gehen wir mal zum nächsten Thema und das wäre Nvidia. So, kommen wir zu Nvidia, kommen wir zum ersten Nvidia-Thema, DLSS. Und DLSS steht für Deep Learning Super Sampling und das ist eine KI entwickelt von Nvidia zum Upscalen von Bildmaterial und das gibt es schon länger in verschiedenen Versionen 1.0, 2.0 und jetzt ist die 2.1 erschienen oder kommt jetzt raus und die ist sogar VR-kompatibel. Das freut uns natürlich. Und wie funktioniert das Ganze? Also man füttert eine KI mit verschiedenen Bildmaterialien vom Spiel und lernt so die KI damit an und irgendwann kann diese dann zwischen niedrig aufgelösten und hochauflösenden Bildmaterial unterscheiden und kann somit Bildmaterial upscalen. Upscalen heißt, ich habe jetzt, sage ich mal, ein Full-HD-Bild und upscalen heißt dann, es wird dann auf 4K hochskaliert und sieht nicht ganz aus wie natives 4K-Material, aber viel, viel besser als dieses normale Full-HD und das spart uns Rechenleistung und dazu kommen wir jetzt gleich auch mal. Genau, DLSS läuft auf allen RTX-Grafikkarten, also ab 20er Serie, jetzt kommt die 30er Serie noch raus, ich habe die 10er Serie noch und für mich fällt es leider flach, aber bis sich das Ganze durchgesetzt hat, denke ich mal, dauert es auch noch ein bisschen, genau wie Raytracing noch nicht so wirklich gezündet hat, da wird es damit auch noch ein bisschen dauern und ja, die haben es halt trotzdem immer weiter verbessert. Und hier steht noch, für die erste Version musste Nvidia noch für jedes Spiel ein eigenes Netz trainieren und 2.0 braucht es nur noch eine Feinjustierung eines universellen KI-Hochrechners und ja, die
die verarbeiten das Ganze immer weiter und immer besser und ja, upgraden wahrscheinlich auch. Nichtsdestotrotz muss jede Anwendung, jedes Spiel einzeln angelernt werden von Nvidia und das habe ich dann bei der VR-Legion noch gelesen. Das Ganze wird wahrscheinlich auch nicht umsonst stattfinden, also dass die da anrufen. Ja, hallo, hier Entwickler XYZ, Nvidia, bringt mal mein Spiel mit DLSS raus und ich schicke euch jetzt mal die Dateien und ne, dass die das dann umsonst machen, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Von daher, ja, da wir in VR sehr viele Indie-Entwickler haben, die ich auch super gerne unterstütze, ja, fällt das aber dann wahrscheinlich flach, weil das sich eigentlich einfach nicht rechnen wird. VR ist leider immer noch eine Nische, auch wenn es langsam immer besser wird, aber wir befinden uns immer noch im Nischenbereich und von daher, ja, gibt es da sehr viele Entwickler, die halt, ja, nicht in Geld schwimmen, sage ich mal, ne? Ja, hier steht dann auch noch, dass 35 bis 70% weniger Rechenaufwand dann stattfindet auf der Grafikkarte und das alleine 35% zu sparen ist schon mega. Und wenn es in Sachen dann in ein paar Bildszenen dann 70% sogar gespart werden kann, entlastet das die Grafikkarte natürlich enorm und wird uns natürlich dann auch weiterbringen. Ne? Ich zeige euch gleich noch mal ein paar Videos hier zu dem Thema. Da wurde Death Stranding hochskaliert und das sieht echt perfekt aus, das hochskalierte KI-Bild. Und ja, zeige ich euch gleich nochmal in groß. Und ja, hier steht sogar, 8K-Gaming wird unterstützt mit der 3090er. Das ist ja das Flaggschiff, was, ich weiß es gar nicht, 1.700 € oder Dollar kosten soll. Wird ein richtiges Monster, kann ich mir nicht leisten, aber es gibt wahrscheinlich da draußen genug Leute, die sich direkt bestellen werden. Die hat also ultra hohen Arbeitsspeicher, ich glaube 24 GB Arbeitsspeicher, DDR6 oder GDDR6 und das wird schon ein Monster. Die lacht dann über VR-Material. Ja, hier sind die Spiele, die momentan unterstützt werden, die angelernt wurden schon, da sind nicht viele und wie gesagt, das muss alles noch anrollen. Aber wie gesagt, ich lege diesen Link auch mal dazu, auch das, was ich bei der VR-Legion noch gelesen habe, lege ich euch auch dazu, wie immer, unten schaut unter die Beschreibung und ja, da könnt ihr dann auch noch mal genauer durchlesen. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal das Bildmaterial. Da sind wir auch schon und hier sehen wir das ganz normale Bildmaterial. Die nennen es hier 4K Checkerboard. Und das ist jetzt das hochskalierte DLSS-Bild. Und die beiden werden gleich auch nochmal nebeneinander gelegt. Da seht ihr nochmal einen besseren Unterschied. Es sieht viel detaillierter aus, das Ganze. Und bei dem anderen ist es ziemlich, ja, verschwommen, verwaschen so ein bisschen. Genau, sehen wir hier, wie fein das Ganze aussieht und hier total verwaschen. Und ja, das kann DLSS und das mit einem, ja, auch nochmal einen Rechenaufwand, der weniger ist, als wenn man das jetzt wirklich in 4K, ja, nativ spielen würde. Das kann echt sehr, sehr gut sein für eventuell auch ein paar ältere Rechner. Natürlich muss man dafür jetzt eine aktuelle Grafikkarte haben, aber egal, die Möglichkeiten sind da natürlich enorm, auch für die Entwickler, dass die viel mehr reinpacken können und so weiter, dass wir dann keine Probleme mehr haben, dass unsere Grafikkarten überfeuert werden, sage ich mal, ne? Interessanter Ansatz auf jeden Fall und hier ist das nochmal ein 800er Zoom und da wird das Ganze nochmal deutlicher, ne? Wie wir hier sehen wir eigentlich nur noch Matsch. Hier können wir nichts mehr einzeln erkennen. Und hier erkennen wir wirklich noch so ein paar einzelne Gras, Moos, Halme, sage ich mal. Ich weiß nicht, was es sein soll. Ich glaube, so ein bisschen Gras und Moos. Ja, sieht einfach cool aus. Und ich bin echt gespannt, wenn sich das durchgesetzt hat, wie wir dann VR oder auch Flat Games erleben werden. Also es wird jetzt immer besser und wir leben schon in einer coolen Zeit. Also wir erleben immer weitere, was Gaming angeht, immer weitere Fortschritte. Und ja, wir können uns auf was freuen. Ich würde sagen, gehen wir mal zum nächsten Nvidia-Thema. Ja, nächstes Nvidia-Thema,
Der VR-Anschluss Virtual Link ist tot und ich habe den damals auch in einer kleinen News-Sendung verpackt vorgestellt und ich fand den eigentlich extrem geil und habe mich gefreut, dass endlich so ein Standard rauskommt für VR-Brillen, dass jede Grafikkarte den hat und zack dran, es funktioniert, alles ist gut und es gibt kein Problem mehr mit USB-Schnittstellen und so weiter und so fort. Und ich habe heute noch, ich habe ein richtig fettes Mainboard mit so vielen USB-Schnittstellen drauf und ich habe heute noch Probleme mit der Oculus Rift S, wenn ich die anschließe, dass ab und zu mein kompletter PC beim Einschalten der Oculus Software dann abschmiert und irgendein Port, USB-Port dann ja, überfordert ist. Dann muss ich zwei, dreimal probieren und ja, ist echt übel. Ich denke mal, das kennen einige Leute vielleicht von euch und es liegt nicht an meinem PC, es liegt nicht an irgendwelchen Treibern. Ich habe einen komplett neuen PC aufgesetzt und habe das exakt gleiche Problem und das hatte ich mit meinem alten Rechner auch. Habe eigentlich vermutet, dass das wirklich an den USB-Schnittstellen liegt und habe gedacht, komm, holst du dir einfach mal ein Board für 400 Euro und das hat dann genug Schnittstellen dafür. Ja, Pustekuchen, war wohl nix, aber trotzdem, die Ryzen-CPU ist schon geil und macht schon Spaß. Stream ist nicht mehr so anstrengend für den PC. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt immer weiter von den Grafikkarten verschwunden. Hat schon bei den 2000er-Serien angefangen, dass manche Hersteller da nicht mehr auf diesen Port gesetzt haben. Und jetzt ist er scheinbar ganz verloren gegangen auf den 3000ern. Und ja, eigentlich schade. War eine richtig coole Idee, einfach nur ein dünnes PC, ein PC-Kabel zu haben und den anzustecken an die Grafikkarte und ja, fertig ist. Aber ja, hier sehen wir nochmal, schaut euch ihn nochmal einmal an. Das wäre der Virtual Link gewesen, wann USB 3.1 Schnittstelle und da war halt alles integriert, Spannungsversorgung, digitale Signale fürs Bild und ja. Laut Valve gab es Probleme mit der Technik, also die haben wahrscheinlich daran gearbeitet und haben wahrscheinlich immer wieder Probleme gehabt. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Irgendwo habe ich hier auch gelesen, Oculus hat es ja mit der Quest auch hinbekommen, mit dem Link-Kabel und ja, sollte eigentlich für die anderen Hersteller dann auch kein Problem sein, das irgendwie umzusetzen, aber ja, ist nicht immer so einfach, einen Standard zu etablieren und leider ist das da jetzt nicht gelungen. Wer weiß, vielleicht wird es irgendwann nochmal aufgegriffen. Aber ja, es gab da so ein Konsortium von den ganzen Herstellern. Da gab es auch eine Homepage zu. Die ist jetzt auch vom Markt genommen oder vom Netz genommen worden. Also ja, ist erstmal vorbei, Virtual Link. Und müssen wir zu den Akten legen erstmal. Kommen wir zum nächsten Thema, das wäre Oculus Quest, die Oculus Quest Anwendung. Spatial. So, kommen wir zum nächsten Thema und im Corona-Zeitalter ist es immer wichtiger geworden, dass Konferenzen übers Internet abgehalten werden, egal ob Skype und was es da sonst noch für Apps gibt. Von Microsoft gibt es da auch eine Anwendung und ja, warum nicht auch in VR oder AR und ja, da gibt es jetzt für Oculus Quest ein VR-Meeting-App. Spatial heißt die, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und hier sehen wir ein Beispielbild. Also wir haben hier zwei Leute, die tragen AR-Brillen und hier haben wir zwei Avatare. Also Spatial kann aufgrund eines Selfies wohl Avatare anlegen, die auch echt aussehen und die Lippen bewegen sich und so weiter und so fort. Ich zeige euch gleich mal Videos, da können wir mal sehen, wie das funktioniert. Ich habe es leider noch nicht ausgetestet. Vielleicht komme ich dann nochmal zu irgendeinem Test, aber ich wollte euch das jetzt hier vorstellen. Ja, die können sich hier natürlich jetzt, ich weiß nicht, was sie sich jetzt hier anschauen, aber sieht aus wie der Mars Rover oder eine Mars-Basis, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das natürlich präzisioniert für VR, AR, solche Konferenzen abzuhalten. Man sieht den Gegenüber wirklich, man sieht den Mund bewegen und ja, für Homeoffice ist das doch perfekt und ja, würde VR natürlich auch nochmal einen Push geben. Ist halt ein virtueller Workspace, wie es hier auch steht und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal das erste Video und dann gehen wir nochmal zurück. Ja, da schauen wir uns mal den kleinen Trailer an. Thank you.
Das war das erste Video und ja, da wurde natürlich gezeigt, dass wir uns ja einfach Homepages an die Wand werfen können, irgendwelche Bilder an die Wand werfen können, wir können Post-its machen, man kann da wirklich miteinander zusammenarbeiten, weil man sich in halt einem virtuellen Büro befindet und kann komplette Meetings abhalten und ja, Vorstellungen machen. Also ist echt fast unbegrenzt das Ganze. Jetzt zeige ich euch mal kurz das Video, wie dieser Avatar erstellt wird. Das kann What ich if noch there gar was a nicht so better wirklich way to glauben, dass es so collaborate? leicht funktioniert. A better way to build and work together. Da, The take a way that brought photo. us closer Und schon is if we were kommt sitting next to each other, ein face to perfekter face. Avatar. What if our creativity could burst to life in the space around us? Das ist das, was ich mir immer gewünscht habe, dass Computerspiele das unterstützen, dass man einfach sich fotografiert und sich dann selber direkt im Spiel hat, bei irgendwelchen Rollenspielen. Und ja, wie geil wäre es gewesen, wenn man in Gothic zum Beispiel damals seinen eigenen Avatar da drin gehabt hätte. Hätte auch nochmal ein bisschen mehr Spaß gebracht oder in allen anderen Spielen. Ich glaube, es war mal kurze Zeit möglich in irgendeinem Fußballspiel auf der PlayStation. Da konnte man sich auch fotografieren und konnte es, aber das sah nicht gut aus. Nicht wirklich gut. Und hier, also die Ergebnisse, Spatial is wenn a die wirklich so collective computing stimmen, sieht environment es echt perfekt aus, that lets meiner Meinung teams nach. visualize their thoughts in the room around them. So whether you're on a desktop computer or scribbling notes on your phone, all your digital devices are seamlessly tied together into an infinite workspace. You can manifest your ideas before your Ja, da sieht man natürlich, dass AR-Brillen dafür natürlich besser geeignet wären, weil man kann weiterhin auf seinem Handy tippen und ist somit ein bisschen ja, einfacher, ja, aktiver, sage ich mal, als wenn man jetzt die VR-Brille anhat und sieht nichts. Man muss das in VR eingeben, das ist alles noch ein bisschen holprig. Da wäre es mit einer AR-Brille natürlich einfacher, ne? Your Da eyes brauchen by wir uns just nichts saying vormachen. them, and in a click, expand them with the power of all the world's information. Using augmented reality's infinite canvas, pixels become tactile, letting you manipulate them like clay. We believe digital and physical worlds should live in harmony together. You can sketch ideas out on paper or have them Na, exist schau mal, man kann digitally. direkt Fotos mit dem Handy machen, die direkt auf die Wand werfen und echt cool. Also so kann man mit Sicherheit sehr, sehr gut arbeiten, bis das mal Firmen in Deutschland unterstützen, ist wahrscheinlich noch ein bisschen hin. Aber ich denke mal, in anderen Ländern sind die da so ein bisschen ja, zugänglicher, was das angeht. Und ich glaube, dass man damit schon mit Sicherheit arbeiten kann, besonders wenn es noch mal so eine Art Corona-Lockdown kommt, was wir alle nicht hoffen wollen. Ja, kann man damit perfekt Homeoffice machen. Ja, das erstmal dazu ist, ich weiß nicht, für wen es dann ja, interessant ist. Ich fand das Thema jetzt interessant, weil halt, weil ich sowas halt noch nicht gesehen habe. Aber es soll jetzt wohl öfters kommen, dass Oculus solche Business-Apps produziert und so ein bisschen mehr auch auf den Business-Markt zugreift. Und ja, sind wir mal gespannt, was danach kommt. Für mich kommt es arbeitsmäßig nicht in Frage, weil ich sehr selten Meetings abhalte oder Konferenzen. Aber nichtsdestotrotz coole Sache und ja, ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Thema und das wäre Minecraft. So, Minecraft. Es ist eine relativ kurze News, aber trotzdem wollte ich es bekannt geben. Minecraft bekommt PSVR-Support und das umsonst. Also wer das Basisspiel besitzt, bekommt diesen Monat noch ein Update und kann es mit der PSVR-Brille zocken. Und ja, ich finde es gut, es ist nicht mein Spiel, aber das wird von so vielen Jugendlichen gespielt. Und wenn die dann auch noch heiß auf VR wären, perfekt. Also was Besseres kann uns da eigentlich nicht passieren, dass noch mehr VR-Brillen verkauft werden. Und ja. Interessant auf jeden Fall. Momentan ist nicht bekannt, ob die Motion Controller unterstützt werden. Momentan nur der DualShock Controller 4. Und ja, ob es da noch ein Update gibt oder eine Info, ob die Motion Controller da auch unterstützt werden, da müssen wir leider noch drauf warten. Aber es sieht so aus,
dass wir das diesen Monat dann bekommen. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel und das ist ein Indie-Titel von einem deutschen Entwickler und das ist Pepibo. So, da sind wir bei Pepibo und das ist ein Pinata Bowling Game und so wird es genannt. Ist von Torito Games und ist auch ein Indie-Entwickler und ich möchte auf meinem Kanal auch gerne immer wieder Indie-Entwickler unterstützen und falls ihr da draußen irgendwelche Spiele entwickelt und ihr würdet gerne auch, dass die vorgestellt werden von mir auf meinem YouTube-Kanal oder in meiner News-Sendung, schreibt mich einfach an, Kanalinfo, habt ihr ja, meine Kontaktdaten, wir haben einen Discord, die drei Flatingos, da bin ich auch vertreten, da könnt ihr mich gerne anschreiben und ja, ich finde, man sollte da zusammenhalten und ja, heute stelle ich Pepibo vor und ja, hier auf der Homepage sieht man jetzt noch nicht so viel. Das ist der erste Trailer und ich habe den aber in groß, deshalb zeige ich euch den jetzt einmal und ja, dann können wir dann gleich mal darüber sprechen. Das war der erste Trailer. Ich habe sogar auch noch einen Gameplay-Trailer, den ich euch gleich zeigen möchte. Aber ja, das Ganze sieht so ein bisschen aus Angry Birds mit Bowling. Ne? Nicht, dass wir eine Schleuder haben, sondern wir werfen die wirklich so wie eine Bowlingkugel, sage ich mal, und müssen dann diese Pinatas kaputt machen. Wir haben 4 Bälle zur Verfügung oder ja, 4 Tiere, sage ich mal. Alle 4 Tiere haben eine andere Eigenschaft. Und das ist ja schon ein bisschen wie Angry Birds. Sieht aber ganz witzig aus. Soll Ende des Jahres dann veröffentlicht werden auf Oculus Quest und Oculus Rift. Und ich finde, so Spiele sind perfekt für die Oculus Quest. Und ja, ich zeige euch jetzt mal einen ganz, ganz frühen Early Alpha Gameplay Trailer oder Gameplay. Und nicht von mir. Wenn ich das Spiel testen kann, werde ich natürlich ein komplettes Video zu machen und nicht mal ganz kurz. Aber der Entwickler war so nett und hat mir ein Presskit zur Verfügung gestellt. Und ja, das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Dann seht ihr wenigstens mal so, wie momentan in der jetzigen Version, ne, da muss man immer vorsichtig sein, das Gameplay halt aussieht. Also viel Spaß.
Ja, das war das Alpha-Gameplay-Material und ja, außer dass jetzt Musik da, Untermalung noch fehlt und sowas, das kommt natürlich alles noch, sah es meiner Meinung gar nicht so schlecht aus. Also wer Angry Birds schon gut fand, wird das mit Sicherheit ja auch gut finden. Und wie gesagt, wenn es da eine Version gibt, die man gut zeigen kann, als richtiges Gameplay, sage ich mal, dann werde ich mit Sicherheit auf meinem Kanal da was machen. Und ja, ich bin gespannt und ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es da Neuigkeiten gibt zu Pebibo. Ja, ihr könnt gerne unter den Kommentaren einfach reinschreiben, was haltet ihr von dem Spiel oder egal von den ganzen Sachen, die ich euch heute hier so vorstelle, könnt ihr euch gerne ja, in den Kommentaren verewigen und könnt einfach mal eure Meinung dazu schreiben. Ja, kommen wir zu unserem letzten Thema und das wäre das MMO Zenith The Cyberpunk und ja, legen wir mal los. So, hier sind wir bei Zenith und da gibt es ein Update und zwar gab es jetzt auch einen kleinen Trailer, einen neuen, den ich gerne mit euch dann gucken würde und ja, das Spiel wurde damals innerhalb von 4 Stunden vollständig unterstützt. Beitrag war, glaube ich, 25.000? Ja, genau, $25.000 sollten gesammelt werden und die haben jetzt insgesamt 280.000 eingesammelt und ja, ist echt cool und hat mich gefreut. Ich hoffe, es kommt ein richtig geiles Game dabei raus. Wenn es da Neuigkeiten gibt und ich habe eine Version, die ich spielen kann, dann stelle ich das auch gerne auf meinem Kanal nochmal vor. Oder ja, mache ich auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt mal zu diesem Trailer. Da ziehe ich mir jetzt aber auch mal, weil ich den noch nicht gesehen habe, auch meine Kopfhörer an. Und los geht's. This world is full of essence. It is the gateway to incredible power. The kind of power that can build a civilization or tear one to the ground. Think you can handle it? How will you use your power? Genau, Wishlist on Steam today. Habe ich auch für euch parat. Ja, sah jetzt erstmal cool aus. Also wer auf MMO-Games steht, der wird mit Sicherheit hier auch gut bedient werden. Aber müssen wir natürlich noch abwarten, inwieweit sich das Spiel entwickelt. Ein paar Sachen sahen noch hölzern aus, meiner Meinung nach, wie die Leute sich bewegten und so. Aber ja, Veröffentlichung soll 2021 sein. Müssen wir mal abwarten. Also ich soll irgendwie Alpha-Zugang erhalten. Wann das stattfindet, weiß ich nicht. Also ich habe es auf jeden Fall damals mitgebucht. Und falls die erste Alpha-Version da spielbar ist, werde ich euch da auch ein Video zu machen. Und ja, das ist das, was mich daran ziemlich reizt, dieses Online-Koop, also wirklich mit Freunden durchs Land ziehen und da irgendwelche Sachen erfüllen, erledigen, Gegner besiegen. Und ja, VR ist meiner Meinung nach nicht nur Singleplayer, sondern viele Spiele sollten eigentlich Koop-Modus haben und haben es leider nicht, weil es auch teilweise sehr viel Arbeit und sehr viel Geld in Anspruch nimmt, sage ich mal, um das umzusetzen für Indie-Entwickler. Und von daher kann ich schon verstehen, dass da viele Leute sagen, ja, Multiplayer können wir leider nicht einbauen, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir hier verschiedene Gegnertypen. Ne? Das sieht aus wie irgendwelche Echsen-Schlangen-Wesen. Ja, halb Ork, halb Löwe. This world is ja, wie gesagt, ich bin echt gespannt, in welche Richtung das geht. Und
Ja, falls ihr jetzt irgendwo noch mal genauer nachschauen wollt, euch noch mal Videos anschauen wollt, in der Beschreibung sind erstmal meine Timestamps. Das sind die blauen Zahlen, die ich schon mal neben dem Thema positioniere. Und ansonsten sind die Links zu den ganzen Seiten, wo ich die News auch her habe, sind auch verlinkt. Das gehört natürlich dazu, dass man auch die Quelle nennt. Und ja, ich hoffe, euch hat die Sendung heute wieder gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Ja, Abo-Button wie immer nicht vergessen. Und schreibt mir echt gerne unter die Kommentare, was ihr von den ganzen News so haltet. Und ja, da würde ich mich natürlich freuen. Antworte auch. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.